Hallo und herzlich willkommen auf Hof Bergmann. Die Sonne ist gerade aufgegangen, wir haben kurz nach 5 und ich mache mich heute auf die Suche nach dem Schatz. Wenn ihr in den Süden der Karte fahrt, dann seht ihr neben der Spinnerei so ein komisches Symbol auf der Karte mit so einem roten Punkt. Da war ich neugierig, bin da mal hingefahren. Man muss so ein bisschen durch den Wald da fahren, ja, ist nicht ganz einfach. Da findet man als erstes erstmal so ein bisschen Gerümpel. Und wenn man dann noch so ein bisschen weiter guckt, weil das Gerümpel, wenn man das untersucht, stellt man nichts Besonderes fest. Das liegt öfters auf der Karte rum. Sollte ich mich irren, schreibt es ja gerade in die Kommentare. Aber hier findet sich ein Loch, beziehungsweise irgendwie ein Lehmloch. Und als ich das erste Mal da war, habe ich versucht, erstmal den Baum zu fällen, damit ich hier besser an das Lehmloch rankomme. Deswegen hängt der hier auch so ein bisschen komisch in der Luft. Aber ich habe nichts Besonderes finden können. Normalerweise, wenn man das im Singleplayer spielt, diese Karte, findet man hier den verborgenen Schatz, nämlich diese Goldnuggets. Man muss das alles, das Loch, ausgraben und irgendwann kommt dieser goldene Glitzer zum Vorschein und wenn man dann drüber läuft, dann kann man bis zu 100 Goldnuggets finden und kriegt diese 1 Million. Im Multiplayer ist das leider nicht möglich. Schade, weil ich könnte das Geld wirklich sehr gut gebrauchen. Aber wie man sieht, kann man diesen Boden hier abtragen. Und ich habe das mal versucht zu tun, habe mir extra hier an den Kram einen Hänger dran gehängt und fange jetzt an, das hier zu beladen. Weil ich am Anfang auch nicht genau weiß oder wusste bisher, was ich damit machen kann. Weil das Symbol habe ich noch nirgends gesehen. Und wenn man auch in die Übersicht geht, dann findet man es nicht. So, ich habe dann meinen Hänger vollgeladen und habe mich jetzt versucht, hier mit dem Kramer da den Berg hoch zu schaffen. Was dann allerdings irgendwie fast gescheitert ist, weil der Kramer einfach zu schwach ist. Naja gut, ich habe es probiert, aber wie ihr seht, fehlt ihm einfach die Kraft. Oder der Hänger ist einfach zu schwer beladen. Ja, ich habe dann nochmal versucht, ein paar Anläufe zu machen, aber es hat irgendwie nicht geklappt. Letztendlich blieb mir nichts anderes übrig, als dann tatsächlich den Hänger hier abzumachen, um dann den später mit einem Traktor zu holen. Als ich ihn dann abgemacht habe, dann konnte ich mit Mühe und Not diesen Berg hier hochfahren, um dann wieder auf die Straße zurückzukommen, um dann Richtung Hof zu fahren. Um das Rätsel zu lösen, was ich hier eigentlich gefunden habe, das ist ein sogenannter Mutterboden. Was interessant ist übrigens, es ist kurz vor 6 Rush Hour auf der Karte Bergmann scheinbar. Naja, ich bin dann zum Hof zurückgefahren und habe die Schaufel voll mit Mutterboden habe ich dann oben beim Komposter abgeladen. Auch hier, Mutterboden lässt sich leider nicht in den Komposter verwenden, ja. Obwohl ja da steht, dass man alles Mögliche verwenden kann. Das hat leider nicht so funktioniert. Also sammle ich erstmal den Mutterboden und lasse mich überraschen, für was ich den noch verwenden kann. Ich vermute ganz stark, dass man damit das Feld düngen kann und zwar mit so einem Art Mistwagen, wo man auch Kompost ausbringen kann. Aber das ist erstmal eine Vermutung, das muss ich noch prüfen. Dann habe ich mir auf der Karte mal oben im Nordosten diesen Sandstein-Kalkgrube angeschaut. Bin da mal hingefahren, weil ich wissen will, was kann ich mit diesem Kalk eigentlich machen. Das ist schon mal eine abgespacede Landschaft, die man hier vorfindet. Ja. Hat mir auch wieder einen Hänger mitgenommen, um zu sehen, was kann ich da abladen. Kann ich überhaupt was abladen? Hier hat es noch nicht funktioniert, aber es sieht schon mal richtig spacig aus. Ja, echt cool gemacht. Und naja, hier rechts sieht man die Schatten und da sieht man so kleine Kalkhaufen. Und dann bin ich da hingefahren und die Schaufel lässt sich füllen. Und hier kann man also Kalk abtragen. Also habe ich angefangen, den Kalk in den Hänger zu laden.
Anfang habe ich natürlich hier noch nicht so richtig gut den Hänger platziert. Habe mich noch nicht so richtig getraut, da drauf zu fahren. Nicht, dass ich irgendwas versenke. Deswegen ist das jetzt hier alles noch sehr stark improvisiert. Auch hier habe ich mit dem Kalk gar keine Erfahrung, das erste Mal. Also meine Hoffnung ist es, dass ich das zum Düngen nehmen kann. Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, das irgendwo auf der Karte zu verkaufen, dass man das hier beim Gärtner, nicht Gärtner, sondern beim Landhandel verkaufen kann. Aber wenn ihr da mehr wisst, schreibt es mir doch in die Kommentare, was ihr mit Kalk alles bisher gemacht habt. Mein Ziel ist es jetzt erstmal, die Düngemaschine damit zu füllen. Aber diese Haufen hier, die sehen schon mal sehr reichlich aus. Also ich glaube, hier kann man schon einiges an Kalk sich holen, um das Thema Düngen finanziell sehr kostenneutral zu bewerkstelligen. Auch wenn man den Kalk nicht direkt weiterverkaufen kann, ist das hier aber eine gute Möglichkeit, um Geld zu sparen. Ich muss sagen, die Karte von Farmer Andy, die gefällt mir super gut. Ganz tolle Ideen verbaut und ich spiele jetzt LS wirklich seit vielen Jahren, seit der Version 2013. Und hier sind noch so viele Sachen neu zu entdecken, wo man wirklich denkt, man spielt das erste Mal und es ist echt faszinierend, was man hier alles ausprobieren muss. Manchmal bringt es auch keine Lösung. Wie gesagt, die Schatzsuche im Singleplayer, wo ich den Mutterboden geholt habe, funktioniert im Multiplayer scheinbar nicht. Ja. Aber bis jetzt macht die Karte im Multiplayer einen super Eindruck, läuft stabil auf dem Server. Es werden auch keine Fehler angezeigt, also ganz tolle Arbeit, die da geleistet wurde. Und auch die verbauten Mods, die da drin sind, funktionieren tadellos. Und bis jetzt kamen wir noch nicht in die Verlegenheit, hier großartig weitere Mods hochzuladen. Klar, der Inspektor, den könnte man noch nachträglich machen. Aber bis jetzt war noch gar keine Notwendigkeit und das ist wirklich ganz entspannt. Man ist nicht ständig auf der Suche nach irgendwelchen neuen tollen Mods, die einem vielleicht irgendwie dann doch auf dem Server was verhauen oder in der Logdatei Fehler angezeigt werden. Also ganz toll. So langsam steigt die Spannung, ob das Vorhaben gelingt, mit der Schaufel den Kalk direkt in die Düngemaschine reinzukippen, die ich schon mal auf dem Hof platziert habe. Natürlich mit geöffneter Plane, sodass ich gleich hinten rein ranfahren kann, um versuchen, die Sämaschine aufzufüllen. Da steht sie auch schon. Jawohl, es funktioniert tadellos. Mit Kalk lässt sich das Gerät füllen. Und perfekt, so kann man umsonst sich Dünger besorgen. Alles aus der Kalkgrube. Vielen Dank fürs freundliche Zuschauen. Bis zum nächsten Mal auf Hof Bergmann. Bis dann. Tschüss.